Hallo liebe Poké-Freunde, Ubit wieder hier. Und wenn ihr das Video seht, hat ja, sag ich mal, die Pokémon Go Tour begonnen. Aber ich habe mal was Besonderes vorbereitet. Ich werde jetzt mein Deoxys auf Level 50 bringen für die Hyperliga. Ist ein Rang 2er, soweit ich gesehen habe. Verstehe ich nur nicht, warum es nicht Rang 1 ist, aber ist egal, ist Rang 2, reicht mir. Bringen wir auch gleich eine neue Attacke schon mal dabei. Das gute Deoxys. Will ich es mit Donnerblitz oder Steinhagel? Welche Attacken kann das noch alles? Donnerblitz? Es kann nur Steinhagel noch. Ich weiß nicht. Donnerblitz. Ja, ist für Wasser-Pokémon zwar besser. Ja, aber ich bin, glaube ich, eher für Steinhagel. Das braucht etwas weniger Energie, ne? Genau. Und dann bringen wir es auch auf Level 50. Oh, das wird teuer, Leute. Ups, das war schon zu weit. 475.000, also insgesamt 575.000 für ein Hyperliga-Deoxys. Abfahrt. Autsch. Ah, ich bin noch über 6 Millionen Staub und das reicht mir. Jo, perfekt. Das Team habe ich natürlich im Vorfeld schon mal vorbereitet. Und zwar Deoxys, Piondragi und Apoqualyp. Das Gute ist an Deoxys, es hat Konter. Kann also ein bisschen was gegen Unlicht-Pokémon auch ausrichten. Auch wenn es ein Psycho-Pokémon ist. Und ja, ist es, ich muss gerade nachdenken. Apoqualyp hat, glaube ich, bei mir Eisstrahl statt Blubstrahl. Genau. Also die Flugviecher werden da auch gut getroffen. Auch wenn jetzt, sag ich mal, unerwartet ein Taubos kommen sollte. Und dann habe ich ja noch Piondragi als Safe-Verwechsel. Ja, das sollte eigentlich gut klappen, hoffentlich. Werden wir sehen. Sind alles 3 XL-Pokémon. Aber erstmal mal Gegner finden. Irgendwie spielt keiner Hyperliga. Scheinbar ist die Superliga beliebter. Ja, müssen wir mal glubschen. Ah ja, ersten Gegner gefunden. Oh, ich hoffe, der Kampf kommt zustande. Gegen Chokas 0722. So, Deoxys gegen Aquaqualyp. Dann gehe ich in mein eigenes Aquaqualyp. Ja, das ist in Ordnung, dass du da reingehst. Dann habe ich wenigstens das Kampf-Pokémon rausblockt. Wie viel macht ein Eisstrahl? Nicht genug. An Schmarotzer sollte ich easy wegstecken noch. Hoffe ich. Wie viel macht er? Ja, macht. Ja, 50% würde ich fast sagen. So. Sollte ich jetzt schön? Kommen wir hier schön mal. Wetten, Steigungssieg? Nee, Schmarotzer. Perfekt. Gehen wir rüber. Ja, wahrscheinlich ein Schmarotzer abgefangen, aber das ist nicht schlimm. Ah, jetzt hätte ich lieber Dings. Donnerblitz drauf. Okay, du gewinnst leider den Gleichstand. Ich werde hier nicht schön. Du wirst dir 100 pro extra Energie aufgeladen haben. Geh mal hier rein. Jo.
Mach deinen komischen Blubstrahl oder Spuckball oder was du immer auch mal hast. Der Blubstrahl war klar. Ich wechsle dann eh wieder raus. Sehr schön. Aber bitte lass mich runterfahren. Perfekt. Ich mache einfach Spuckball. Okay. Du lässt drauf gehen, perfekt. So, jetzt kommt's aufs letzte Pokémon. Okay. Fiaro ist natürlich nervig, ne? Schade, den Spuckball hätte ich noch gebraucht. Ah, jetzt hätte ich lieber Blubstrahl gehabt. Ich hoffe, du gehst auf die Nitro-Ladung, ja. Ja, aber das macht schon zu viel, ne? Oh ja. Ah, das macht schon heftig viel. Ja, den Kampf werde ich jetzt hier verlieren. Ich habe auch schon mit, Dings gehofft auf. Oh, wie heißt es, Viech? Ja, hätte ich Verteidigungsentkugel gekriegt, hätte es vielleicht noch was werden können. Die Matschbombe wird wahrscheinlich nicht reichen, ne? Oh, mit Verteidigungsenkung hätte es vielleicht was werden können. Schade. Wurde aber noch recht knapp. Schade, dass ich nicht noch einen Spukball geschafft habe. Aber es war knapp. Obwohl ich die Führung verloren habe. Ja, vielleicht Apokalypse doch mit Blutstrahl. Okay, wie ich sehe, spielt man irgendwie Apokalypse in der Führung. Gehe ich hier rein. Dann gehe ich hier rein. Ja, du lässt durch. Ich lass auch durch. Wird eben Blubstrahl sein. Die gehen alle auf Blubstrahl, ne? Die Felde, es ist nervig. Aber ich habe die extra Attacke durchgekriegt. Was wunderbar ist. So. Nächste Attacke kommt durch. Ayora, es ist klar. Sollte ich überleben, ne? Ja, ich habe noch einen Knirscher Ray. Ja, ich kriege die Attacke durch, das ist gut. Einen Knirscher habe ich noch Ray. Ja, Apokalypse-Führungen sind fies, ne? Okay, du gehst mit einer Fee hier rein. Das ist aber für mich in Ordnung. Nächster Spukball.
Und ich gehe jetzt in Deoxys. Ja, was soll ich hier entschieden? Nichts, ne? Meteorologe macht wahrscheinlich nicht viel, genau. Ja, eigentlich kann ich nur schön runterfahren, ne? Oh, ich hätte auf Zischub gehen sollen, ne? Ich hätte auf Zischub gehen sollen. Ja, ich muss schön. Ja, wahrscheinlich Blubschwein, ne? Ja, war so klar. Gehen wir jetzt auf Zischub. Der sollte dennoch reichen. Ich hätte vorher auf Zischub gehen sollen. Ja. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch gewinne. Das reicht nicht aus, ne? Das wird bestimmt nicht ausreichen. Das ist das Problem. Oh, doch. Also, ja, gefällt es weg. So. Ja, aber. Oh. Oh, wir gewinnen das noch. Perfekt. Perfekt noch geholt den Kampf hier. Und die Zeit kommt schon. Sehr schön. Gut, dass ich Grifeldes dann doch gesniped habe. Das war echt wichtig. Sehr schön, dass ich das noch holen konnte. Team ist also auf jeden Fall nicht schlecht. Deoxys ist sehr gut. Bin ich gerade echt zufrieden mit Deoxys. Natürlich, Führung war echt mies. Ah, vielleicht ist Donnerblitz doch besser, aber das braucht zu viel Energie, finde ich. Und Steinhagel braucht etwas weniger Energie. Oh, weil Reiser ist eine gute Führung. Weil Reiser ist actually gut. Ja, du wirst nichts Effektives haben, ne? Deswegen gehen wir jetzt hier rüber. Ich habe zwar auch nichts Effektives, aber. Ich wette, du setzt eh Säurespeier ein. Ja. Was auch sonst? Ich werde trotzdem hier nicht schilden. Ja, Problem ist. Problem. Ja. So, Matschbombe 1. Oh, du gewinnst den Ladeattackengleichstand. No way. Slimog gewinnt doch nicht den Ladeattackengleichstand gegen Pion Rai, oder? Und du setzt echt Säurespeier ein. Ja, aber die Führung gönnst du mir. Ja, ich werde mir den Schild sparen für Apokalyp. Eissperr tut schon echt weh. Und irgendwas will Deoxys vielleicht doch nicht sehen. Vielleicht ein Kampf-Pokémon hinten? Wie machen wir das?
Schäden, ne? Okay, du gibst auf, dann hast du wirklich einen Kampf-Pokémon hinten. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen, was gegen Deoxys und gegen Apokalypse verliert. Kann ich mir sonst nicht vorstellen. Ein Geist-Pokémon kann es nicht sein und Licht-Pokémon kann es auch nicht sein. Es muss eigentlich. Oh, falsche Liga. Es muss eigentlich ein Kampf-Pokémon sein. Hätte ich gerne gesehen, was es ist. Ja, aber warum. Ja, warum sollte ich Erdbeben nicht chillen? Ich überlege gerade, was hätte es sein können? Vielleicht war es auch ein Fiaro? Könnte auch gut ein Fiaro gewesen sein. Mein Sturzflug hätte Apokalypt nicht gekillt. So. Wieder mit der Giftattacke, okay. Rüber. Nicht schön. Das ist 100 pro Ehrensäurespeier. Wissen wir doch alle. Ja. Und Neokex kommt. Das ist in Ordnung. Ja, du kannst dich auch hoch steigern. Das ist mir egal. Ich komme trotzdem zu zwei Matschbomben, ne? Nummer 1. Oh, das war aber knapp. Und Nummer 2. Und wir gehen trotzdem beide drauf. Also hat dir nichts gebracht, ne? So, ich werde auf jeden Fall in Deoxys gehen. So, Steinhage 1. Ja. Guter Schild. Okay, das ist doof. Das ist Tatsache doof. Oh, jetzt hätte ich echt gerne Blubstrahl, ne? Ja, setz ein. Danke. Das Gute ist, du bist Feuerodem, ne? Ja, Schattenstoß macht nicht so viel. Schattenstoß macht ja nicht so viel. Gehen wir auf Eisstrahl schon mal. Dann nicht schilden. Das Gute ist, ich habe auch eine Attacke gegen dein Dings. Das dürfte nur eine Drachenklaue sein. Ja. Leider kannst du jetzt runterfahren, ne? Wenn du jetzt chillst. Ja, hätte ich doch mal Blubstrahl. So, hier einsetzen. Oh ja, das verliere ich. Jetzt kommt ein Säurespeier nämlich. Ach, Mist. Hätte ich nochmal ausgeholt, hätte es eher was werden können, oder? Ja, wir gehen gleichzeitig drauf. Schade. Oh, ich hasse Slimog mit Säurespeier. Es ist so nervig. Naja, passiert. Da hätte ich Pion Draghi noch gebraucht.
Ja, vielleicht hätte ich einfach in mein Apokalypse gehen sollen. Weil das Ding ist, Kirchen, das Giratina hätte gar nicht viel machen können. Feuer-Odem hätte zwar wehgetan, aber ja. Es ging Pia und Draghi jetzt auch nicht so die Welt. Aber bisher steht es 2-2. Wir können das Set hoffentlich noch positiv abschließen. Ah, Deoxys ist ein cooles Pokémon. Hätte ich auch durchaus noch gewinnen können. Ja, vielleicht hätte ich den Säurespeier einfach schilden sollen. Oder habe ich. Ja, doch, ich habe den ja geschildert. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Vielleicht hätte ich die Drachenklaue schilden sollen. Aber hätte auch nichts geändert, weil. Der Säurespeier wäre ja trotzdem gekommen. Ja, das ist das Fiese an. Dings, Barrikadax ist vollkommen okay. Barrikadax nehme ich gerne, ich bin doppelt effektiv mit Konter. Jo, erste nicht schilden, ganz wichtig. Lugia, okay. Oh nee, ich hätte in Apokalypse gehen sollen, ne? Ah, ich hätte da Apokalypse lieber gehen sollen. Mist. Ja, jetzt muss ich hier auf jeden Fall schilden. Okay, du schildest eh. Dann ist vollkommen okay. Weil ich outspeede dich doch sowieso. Ja, ich würde gerne Lugia spielen. Okay, ich bin schon bei 100 Energie, Mist. Ja, das tut dir weh. Oh, wie schnell bist du bei der Attacke? Wie schnell bist du bei der Attacke? Knirscher noch machen. Knirscher dringend noch machen. Okay, du schildest perfekt. Na gut, dann fahre ich hier runter. Oh, das. Ja, da muss ich doch einsetzen. Das hält ja doch mehr aus, als ich dachte. Ach ja, Konter ist ja doppelt resistiert. Ja, okay. So, was kommt rein? Barrifrodax. Okay. Barrifrodax. Ja, sollte ich trotzdem überleben. Sollte ich trotzdem überleben, oder? Ja. Oh, ich hätte Steinhagel einsetzen sollen. Ich hatte doch einen Steinhagel ready. Nein. Aber Sturzflug killt mich nicht. Ein Sturzflug killt mich nicht. Danke, dass du einsetzt. Das sollte dich dann jetzt rausnehmen. Genau. Und Eisstrahl habe ich drauf. Das sollte ich auch rausnehmen. Ah, das ist ein positives Set dann. Ja, also Barrikadax oder auch Irokex wäre keine schlimme Führung für Deoxys. Da ich ja mit Konter sehr effektiv bin und auch recht tanky bin.
Da brauche ich den ersten Schmarotzer definitiv nicht schilden. Und ja, Soro-Keks. Kriegen wir als Belohnung. Ah, Deoxys macht mich stolz. Ich hätte auch auf Steinhagel gehen sollen. Ich hatte auch auf Steinhagel locker ready. Ich glaube, ich hatte sogar zwei Steinhagel ready. Ich dussel. Und ich gehe dann raus in Apokolyp. Ja, das hätte ich einfacher haben können, den Win. Genau, wir gehen wieder ein paar Punkte hoch. Und jetzt das letzte Set für heute. Machen wir auch nochmal. Mit demselben Team, macht Bock. Ja, ich bin mir bei Apokalypt tatsächlich unsicher, was ich da spielen soll. Ob mit Blubstrahl oder Eisstrahl. Mit Eisstrahl denke ich mir so, jo, da hau ich, kann ich ein bisschen Griffeldes schaden. Da mache ich Schaden gegen Nachtara. Auch wenn es gegen Nachtara halt nicht so viel ist wie gegen Griffeldes. Ich mache Schaden gegen. Ja, ist es. Skorglo? Genau. Ich muss echt gerade überlegen, wie das Tierchen heißt. Ja. So, Cresselia. Ich glaube, das ist ein doofes Matchup, ne? Ich glaube, hier gehe ich in Apokalyp einfach. Klar, du kannst Strauchel haben, das ist mir aber Wumpe. Das wird jetzt nicht so viel machen, denke ich mal, hoffe ich mal. Ja, okay. Bleibst drin? Versuchst du abzufangen? Nee, versuchst du nicht. Okay. Dann gehen wir hier direkt auf Spuckball. Bleibst auf jeden Fall gegen Apokalypse drin. Ja, ich werde auch. Ich werde auch nicht schäden. So, Eisstrahl kommt. Och nee, ne? Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ich hätte doch auf Spuck. Ich hätte nicht gedacht, dass du das durchlässt und ausspielst. Warum? Aber ich gehe hier rein und farm runter. Weil das Teilchen mit Energie ist wunderbar. Hast du vielleicht Doppelgeist hinten? Nee, Irokex. Ja, ich werde auf den ersten Steuerungssieg gleich warten. Den durchlassen und dann auf Deoxys. Oh, du lässt mich zur Attacke, das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, Steigerungssieb war mir klar. Ich gehe rüber. Okay, du hast eine Fee. Das einzige sehr effektive ist ja hier Mondgewalt, ne? Ja, ich muss trotzdem wahrscheinlich schilden, ne? Ja, du siehst, dass ich Steinhagel habe. Ich nehme mal den Schild auf. Ja, Psychoschock, ja. Hier gehen wir raus. Ich habe einen Psycho-Shock ready, ne? Ah, der wird nicht viel machen. Der wird nicht viel machen.
Ich werde auf Doppelknirscher gehen wahrscheinlich. Ja. Ich habe einen C-Schub ready. Ich habe einen C-Schub ready. Wird das aber reichen mit. Ja, du holst zwar nochmal aus, das ist nicht schlimm. Muss aber auf Knirscher gehen. Ja, mit C-Schub sollte das reichen, ne? Gut, dass ich mir Deoxys nochmal aufgehoben habe. Wenn nicht, gehe ich wahrscheinlich noch einen Konter unter, aber das sollte reichen. Perfekt. Ja, Deoxys, ein geiles Pokémon, kann ich empfehlen. Deoxys ist eine Wucht in XL. Also in der Superliga ist das natürlich schon gut. Habe ich sogar einen Rang 1er gekriegt, außer Kampfliga. Ich glaube, das war sogar gestern im Video. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder war das außerhalb des Videos? Ich habe Deoxys gestern halt bekommen. Auch im Video einmal. Ich weiß nicht, jetzt bin ich nicht sicher, ob das jetzt das aus dem Video ist, das Rang 1. Aber ist ja auch egal. So. Ja, hier bin ich froh, dass ich Steinhagel habe, weil das hier doppelt effektiv ist. Wir setzen ein. Fiaro ist nervig, ne? Oder? Ja, das wird mit Sicherheit kein Sturzflug sein. Genau. Perfekt abgefangen. Ach, du wirst dich wundern, Freund. Ja, das wird zwar wehtun, aber das ist mir egal. Weil ich habe ja Eisstrahl. Das sollte gegen Senko eigentlich gut Schaden machen, ne? Problem ist, du kannst runterfahren. Durch die Dunkelklaue. Ja, oder? Ja. Mist. Mist, 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 Mist. Wo gehe ich rein? Wo ich gehe rein? Wo ich gehe rein? Wo ich gehe ich rein? Ich gehe hier rein, erstmal. Ja, du hast eh abgewartet. Ah, den ersten werde ich nicht schäden. Ah, das macht so viel Schaden, ne? Ja. Ja, ich habe ausgeholt und noch einen solltest du nicht schaffen. So, kommst du mit Fiaro wieder rein? Oder womit kommst du rein? Ja. Ja, ich muss schön, ne? Muss leider schäden. Okay, es war ein Gleichstand. Das ist perfekt. Ja, war klar, dass du schießt. Musste warten, dass du ausholst. Und jetzt muss ich hoffen, dass. Okay. Schnell rüber. Ah, das wird echt tricky. Das wird echt tricky. So, Matschbombe kommt. Warum haben alle Jokeks hinten? Ja, wie mache ich das? Ich glaube, ich gehe auf Knirscher, ne? Ja. Knirscher. Oh, es war ein Gleichstand. Das ist gut. Dann sollte ich dich runterfarmen können.
Tierchen Steinhagel. Und damit gewinne ich das. Und Deoxys holt wieder den Sieg. Mit Hilfe von, wie heißt es? Pion Ragi. Ja, Pokerlyp ist irgendwie am meisten so eher drittes Schild. Aber das war halt vernünftig auch die Nitro-Ladung abzufangen. Also das Team macht schon echt Bock hier. Wie gesagt, wie heißt es? Oh, ich vergesse immer den Namen, ne? Deoxys. Deoxys ist echt gar nicht schlecht gegen Irokex. So, Giratina, da habe ich eigentlich zwei Safe-Dinger. Da gehe ich aber hier rein. So, ich komme eher zum Angriff als du. Du schildest? Sollte ich schilden? Nein. Ich habe mir den Schild erstmal auf. Ja, das wird eine Drachenklaue sein. Das wird safe eine Drachenklaue sein. Nee, Schattenstoß. Ups. Ach, nö. Ja, da muss ich auf die Wechseluhr warten. Okay, ich hätte jetzt eigentlich eher mit Drachenklaue gerechnet. Okay. Ja, ich kann Schattenstoß nie so einschätzen. Boah, hast du viel Energie. Das ist eine Drachenklaue. Hier lasse ich durch. Hast du Doppelfeen, weil du nicht wechselst oder so? Soll ich schilden? Soll ich nicht schilden? Ich schilde mal. Ich outspeede dich ja sowieso. In der Regel. So. Ja, was kommt rein? Dann gehe ich hier rein. Okay, du hast eine Fee. Das habe ich mir schon fast gedacht. Schild für Pion Draghi aufheben ist wichtig. Ja, das ist nur ein Psy-Schub. Das dürfte in der Regel. Okay, ich habe nicht mitgezählt. Ja, das war blöd getimed. Okay, Mundgewalt. Ja, okay, der Kampf ist wahrscheinlich verloren. Ich muss runterfahren versuchen. Okay, ja, okay. Ja, du kriegst die Pulverschnee auch raus, wie es sein sollte. Okay, das konnte ich nicht mehr gewinnen. Schade. Ja, Mundgewalt hätte ich schön müssen. Ach ja, eine Fee hinten. Super. Nicht schön. Aber auch nicht selten. Ja, aber hat der Gegner auf jeden Fall verdient gewonnen. Gönne ich ihm. Mal sehen, was jetzt kommt. Ein Aprikote. Aprikote. Okay, gute Führung. Gute Führung. Wir sind doppelt effektiv mit dem Konter. Okay. Gegen Apoqualypse hast du ja eigentlich nur Schlagbohrer, ne?
Ja, und der macht eigentlich nothing. Ja, einen tanken wir noch. Wir haben ja Eisschrei, das ist das Gute, dass wir Barrikadax abschwächen könnten. So. So, Eisstrahl kommt was Gutes. Barrikadax brauche ich eigentlich nicht fürchten mit Deoxys. Ja. Ja, setz ruhig Nachtdieb ein, das ist mir Wumpe. Ich muss nur ein Schild ziehen, ne? Ja. Nur ein Schild ziehen, komm. Du willst es doch auch. Perfekt. Rüber. Ja, das muss ich auch schon schilden. Ich müsste auch noch immer noch in der Lage sein. Ja, Nachtdieb überlebe ich auf jeden Fall einmal noch. So, hier gehe ich einfach nur hier drauf, auf Knirscher. Ja, war mir nämlich klar, dass das jetzt nicht schön ist. Deswegen wäre eine Matschbombe Spaß gewesen. So, hier gehe ich auf Matschbombe. Okay. Dann gehe ich hier noch auf Knöscher, du musst eh schilden. So, wenn du jetzt zwei hast, ist mir egal. Wir holen eh aus, einen überlebe ich und den anderen schilde ich. Wegen Boost. Ja, überlebe ich. Ja, habe ich eigentlich Nachtdieb überlebt. Deoxys ist eigentlich ziemlich easy. Also, Deoxys ist auch sehr gut gegen Barrikadax. Merken. Obwohl es ein Psycho-Pokémon ist. Aber Barrikadax, ja, Nachtdieb ist halt nicht so stark. Und Irokex braucht ein bisschen zum Schmarotzer mit Konter. Und da mache ich halt schon sehr effektiven Konterschaden und ja, die beiden machen nicht viel mit Konter. Oh, ich habe glaube auch schon einen Videotitel. Aber das seht ihr dann. Das verrate ich jetzt noch nicht. Beziehungsweise doch kann ich jetzt verraten. Ich werde wahrscheinlich hinschreiben, XL Deoxys ist eine Wucht. Ja, ich glaube, das werde ich so schreiben. Weil wenn man so überlegt, Deoxys ist ja auch gut gegen Fiaro. Mit Steinhagel, doppelte Effektivität, Vierfach-Effektivität, Effektivität, boah, ist ein halber Zungenbrecher. Nee, aber ich wünsche euch morgen, beziehungsweise wenn das Video kommt, heute viel Spaß bei der Go-Tour. Ich hoffe, ihr kriegt viele, viele, viele Shiny-Pokémon und ja, dass ihr Glück habt bei Raids mit Hunderter oder auch Schundos, beziehungsweise Chandos. Und da haben wir den letzten Kampf. Wir sind, glaube ich, auch jetzt schon wieder positiv. Legend-Spieler. Seine Pose habe ich nicht genommen, weil ich mag die nicht. Okay, das ist eine Führung für mich, glaube ich. Was? Er gibt instant auf? Ja gut, du hättest wahrscheinlich rauswechseln müssen, aber warum gibt man instant auf? Du hast Deoxys gesehen und dachtest dir, kein Bock. Oh, Lavita.
Lavita werde ich morgen entwickeln, dann habe ich ein sehr gutes Despotar, ein 98er. Ein 100er habe ich leider davon noch nicht. Aber mein Potar entwickelt sich quasi morgen und kriegt dann Katapult. Was eine sehr gute Sofortattacke ist. Lädt zwar jetzt nicht so schnell Energie auf, aber es macht gut Schaden. Und lädt aber auch schneller Energie auf noch als bis. Biss ist keine gute Sofortattacke, finde ich. Es sei denn, wenn du wirklich ein Unlicht-Pokémon hast, was gut Damage raushaut. Wir haben noch ein Set? Okay, ja, okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich noch ein Set habe. Aber das werde ich dann gleich so spielen. Zwei Sets reichen, glaube ich. Aber für die Folge soll es jetzt auch gewesen sein. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.